Das hat jetzt Gotrums gemacht. Okay, I'd be glad to. Okay, es muss nicht mal Feuer sein. Ich muss einfach wirklich nur die Dinger anschießen. Fragt mich nicht, ob das Sinn macht, aber es klappt. Ja, Xorib-Lager. Das haben wir jetzt ausgelöscht. Hier sind Ruinen. Oh. Conflict in the air. Das sind gestandene. Das sind Huana. Wahrscheinlich von der Sandfäule erwischt. Sandfäule ist zum Glück nicht wirklich gefährlich. Jedenfalls normale Sandfäule nicht. Oh, wir haben doch eine Segnung gekriegt. Sehr schön. Wir haben eine Ausdauer. Hm. Da ist wieder ein Skelett. Also mehrere Skelette. Silberluske, auch gut. Oh. Der stirbt da wohl. Up, up, it's coming. I'm sorry. Apretta, inside. Ja, das müssen die... Das müssen die Archäologen gewesen sein oder die Forscher. Donnerbüchs und ein paar andere valianische Sachen. Also ja, das heißt, hier ist der Ruineingang. Gut. Jetzt gehen wir erstmal da durch und gucken uns noch im Süden fertig um. Ja, da haben sie noch eine Fahne abgesteckt. Goldsohl und Silberluske. Mhm. Sandmaden. Oh. Very well. You see that, Ishii? Okay, der Treibsand ist zum Glück nicht so tief. As you wish. Gut, einer hat was hinterlassen. Okay, der Einzige, der hier behendet drüber laufen kann, ist Tikeo. Auch gut. Muss ich gerade irgendwie an die eine Szene aus Herr der Ringe denken, aus Die Gefährten, wo Legolas einfach auf dem Schnee rumläuft, während alle anderen durchwarten. Gut, okay, das heißt, das haben wir. Das heißt, wir können wieder durch den Morast durch. Oder am Treibsand vorbei. Das klappt ja auch einigermaßen teilweise. Maybe they'll be right back. Oh, wir haben das Lager gefunden. Indeed.
Eine Picke. Das Set ist leer, bis auf einen Haufen Ausgrabungswerkzeuge, Schaufeln, Spaten und Büssen, die vom... die halb vom Sand bedeckt sind. Das spartanisch eingerichtete Zelt stinkt nach verdorbenen Rationen, also sind sie schon lange weg. Im Beutel findest du eine zusammengerollte Karte. Sie zeigt einen Kurs, der von Tikavara in der Insel im Westen ausgeht. Immer noch die Stürme von Tikavara. Die Stürme von Pokokuhara. Eine Expedition der Vajayischen Handelsgesellschaft hat hier ihr Lager zurückgelassen. Alles scheint unversehrt zu sein. Ich habe eine, im Lager eine Karte mit einer Wegbeschreibung nach Tikavara gefunden. Ja, das ist klar. Ja, mir wurde eine Belohnung für den Fall versprochen, dass ich die Angelegenheit zum Vorteil der Vajayischen Handelsgesellschaft regeln kann. Ja. Adra dort unbrauchbar machen. Ich muss mich da also wahrscheinlich wirklich entscheiden. Gut, aber erstmal gucke ich mir den Brunnen an. Der ist nämlich auch abgesteckt, lustigerweise. Dieser verwitterte Steinbrunnen scheint ziemlich alt zu sein. Im Sand rundherum ist... siehst du jedoch Anzeichen einer kürzlich erfolgten Grabung. Ein Seil hängt über den Rand und führt in die Dunkelheit hinab. Einen Kiesel hinunterwerfen. Nach wenigen Sekunden hörst du ein Platschen. An dem Seil ziehen. Du kannst das Seil erstaunlich leicht hochziehen. Der Grund dafür ist, wird schnell klar. An dem ausgefransten Ende des Seils ist nichts angebunden. Dann weggehen mal. Ich kletter da nicht alleine runter. Oh, Stufenaufstieg für Palegina und Maya. Gut. Von mir aus wieder Arcana diesmal. Und noch mehr Religion. Zwei Punkte. Ah. Auf jeden Fall verstärkte Ermunterung. Heilige Einäscherung. Der Paladin zentriert seinen Gaumen und geht in blauen Flammen auf. Jedes Mal, wenn der Zauber posiert, erleiden Feinde in der unmittelbaren Umgebung Brandschaden und der Paladin erleidet einen Teil ihrer Gesamtgesundheit als reinen Schaden. Dieser Schaden kann den Paladin töten. Kann ich aber verbessern. Heilt Verbündete in der Nähe. Wenn der Paladin während der Verbrennung besiegt wird, erlebt er kurz darauf eine Wiederauferstehung mit voller Gesundheit. Ja, das ist nicht schlecht. Gut, was macht das? Gewährt dem Ziel die Inspiration standhaft und zusätzlich zu fit. Fit wird zu C verbessert. C macht was? Verfassung, Rüstungswert und fit macht? Nur Verfassung. Fit und standhaft, Entschlossenheit und Verfassung. Dann lieber C. Und was habe ich hier noch? Der Paladin baut einen Bonusrüstungswert auf, während er stillsteht. Eine Bewegung beendet diesen Effekt für kurze Zeit. Das ist nicht schlecht. Gewährt ermächtigten Angriff eine höhere Genauigkeit. Ermächtigte Angriffe verursachen mehr Schaden. Ermächtigte Angriffe. Nee. Wenn der Paladin mit genug vorhandenem Eifer niedergestreckt ist, um die Kosten der Vorsehung zu bezahlen, wird der Eifer verbraucht und der Paladin über wenige Sekunden später wiederbelebt. Vorsehung. Das kann ich nehmen beim nächsten Stufenaufstieg. Geben wir erstmal den Buff an Palegina weiter. So. Maya. Ruhig mal mehr Bomben. Und mal einen Punkt in Diplomatie wieder. Überleben hat sie genug. Danach erhält der tierische Gefährte einen großen Schadensbonus für seinen nächsten Angriff. Erstmal die Dornen. Die finde ich besser gerade. Der Weitläufer und sein Gefährte erhalten einen Abwehrbonus gegen Fernkampfangriffe.
Das finde ich nicht schlecht. Nehmen wir erstmal das hier. Welches Level haben wir denn eigentlich bereits? 13, okay. Nur Tekeo, der ist noch gerade so 12. Yes, certainly. So, gucken wir mal, was uns das Feuer sagt. Wir hätten Vector nicht bei diesen Uana lassen sollen. Then swim back to Tikawara. We will take a share. Da schwimm doch zurück nach Tikawara, wir nehmen deinen Anteil. Okay, mehr war da nicht. Ja, hinter das Lager kann ich leider nicht gehen. So, jemanden das Seil hinunterklettern lassen. Wer hat die höchste Athletik? Wahrscheinlich Edda. Edda. Ja. Du greifst das Seil fest in deinen Händen und kletterst hinab. Bald siehst du unter dir die dunkle Wasseroberfläche. Das Ende des Seils hängt direkt über dem Wasser. Er entdeckt einen Leinsack zwischen dem Dreck und dem Stein. Ein alter Sack scheint in einem Spalt in der Wand verloren oder versteckt worden zu sein. Leider ist der Sack nicht in Griffweite und das Material sieht brüchig aus. Es ist vielleicht möglich, hinüberzuschwingen und den Sack zu ergreifen, aber beim Fehlgriff würde der Sack im Stein hängen bleiben. Zum Sack schwingen. Ah, Erfolg, dank Athletik. Edea schwingt hin und her. Mit geschickten Bewegungen kommt Edea der Wand immer näher, bis der Sack endlich in Griffweite ist. Den Sack nehmen. Als sich der Sack löst, bleibt er am Stein hängen und reißt auf. Glitzernde Edelsteine quellen aus dem Riss heraus, während das Seil in einem sanften und gleichmäßigen Bogen schwingt. Ein schneller Griff könnte die herabfallenden Edelsteine retten, doch der Sack fühlt sich noch so an, als wäre er voller Schätze. Dir reicht der Sack. Edea klettert das Seil wieder hoch, die kühle Wüsten nach hinauf, es ist Tag. Ja, 3 Aquamarinen, 1 Smaragd. Das reicht. I'm here. Ja. Absolutely. Es wäre nämlich schlimm genug, wenn Edera noch reinfallen würde und wir ihn verlieren würden. Oder er sich wieder was tut. Da war ich zu langsam. Mami. Wer hat den Titanen geweckt? Auch wenn ich nicht glaube, dass das funktioniert, Oh, er nimmt gut Schaden, muss ich sagen. Ich kann es versuchen, aber ob es trifft? Au! Okay, es sah schmerzhaft aus, als es war. Versuch nur mal den Maultiertritt, Edea. Das hat tatsächlich geklappt, aber es hat ihn nur unterbrochen. Au. Das war mal cool. War ernsthaft. Wow, lebender Stahl, lebendes Eisen, Kupferbindung, Jade und Adraban. Weißer Adra, seit deiner Edelstein, yay. Und ein Level Up. Geschichte. Und gib mir mal mehr Fingerfertigkeit. Hm.
löst einen Effekt aus, der Gegner im Bereich rein Schaden zufügt. Diejenigen, die dem Tod nahe sind, können explodieren und versuchen, Sachen zu setzen und Schaden an Gegnern in der Nähe. Okay. Brillante Inspiration für Verbündete. Das habe ich schon freigestanden. Was haben wir hier drüben? Verbündete erhalten mehr Gesundheit durch Heileffekte. Mhm.